Hier eine Frage ohne vorgegebene Antwort. Ursula führt die folgenden Operationen aus. Sie multipliziert x mit y und erhält 48. Sie multipliziert y mit z und erhält 80. Sie multipliziert z mit t und erhält 120. Und dann multipliziert sie noch t mit 14 und erhält so 168. Frage, wie viel ist x? Wir schreiben zuerst diese Operationen auf. Ursula multipliziert x mit y und erhält 48. Das bedeutet, dass x mal y 48 ist. Sie multipliziert y mit z und erhält 80. Das bedeutet, dass y mal z 80 beträgt. Dann multipliziert sie z mit t und erhält 120. Das bedeutet, dass z mal t 120 ist. Und dann multipliziert sie noch t mit 14 und erhält 168. Das bedeutet, dass t mal 14 168 beträgt. Wir haben diese Operationen in der angegebenen Reihenfolge aufgeschrieben. Wir werden sie aber in der anderen Reihenfolge bearbeiten, weil diese letzte Gleichung hier es ermöglicht, den Wert von t sofort zu finden. Diese Gleichung besagt, dass 14 mal t 168 ist, was also bedeutet, dass t 168 geteilt durch 14 beträgt, das heißt 12. Da wir jetzt den Wert 12 für t kennen, können wir hier t durch 12 ersetzen und das führt dann zu dieser Gleichung 12 mal z gleich 120, woraus wir schließen, dass z 120 geteilt durch 12 sein muss, also muss z gleich 10 sein. Und demzufolge können wir hier dieses z durch 10 ersetzen und erhalten dann 10 mal y gleich 80, woraus wir sofort schließen, dass y 8 sein muss. Und letztendlich können wir hier y durch diese 8 ersetzen, so erhalten wir, dass 8 mal x 48 ergibt. Und deshalb muss x 6 sein. Die Endantwort auf diese gestellte Frage ist also 6. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.